Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns. Wir sind hier zuletzt angekommen und ich darf nochmal die Flasche einsammeln. Und ja, hier unter mir sind schleimige, eklige, komische Blutegelviecher. Dasselbe, was wir in Schwarzdorf hatten, jetzt ist rot. Und ja, was passiert denn, wenn ich hier so mache? Das ist ja wieder mal schön. Wo muss ich hin? Damit ich den erreiche hier, ne? Sehr gut. Gut. Geschafft. Bin ja mal gespannt, was jetzt hier noch so kommt. Bin ich ja immer. Aber es verändert sich ja auch alles immer so krass. Jetzt soll ich hier schon weiter? Echt jetzt? Das war's dann schon? Es hat hier aber sowas, weiß ich nicht, als gibt's hier noch was. Oder bilde ich mir das echt nur wieder ein? Weil wir schon so viel immer. Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt darauf schwören können. Huch, nicht runterfallen. Runterfallen gehört nicht dazu. Ja, dann war's das wohl echt. Ja gut, dann... Ist auch so still hier irgendwie gerade so. Schon so... Schon fast zu still, so bis auf das Gewitter und so, ist klar, aber... So, ich weiß nicht. Warum springt sie nicht? Das war jetzt nicht meine Schuld. Das Spiel hat irgendwie gespackt. Springen, richtig? Genau. Auch das hat sie... Wieso springt sie denn nicht im Flug? Hä? Ja, und noch ein Hopser. Du kannst doch sonst immer so zwei, dreimal. Hä? Also, wäre ich jetzt nicht hier gelandet, wäre ich wieder runtergefallen, weil sie gerade im Flug nicht gesprungen ist. Verstehe ich nicht. Naja, was soll's. So, da waren wir rüber. Kann ich das hier einschlagen? Nee, ne? Ich guck mich nur noch mal um, ne? Ach so, den kriege ich ja von hier. Dann muss ich ja eigentlich gar keine Bombe legen. Ach, Quatsch. Ja. Super. So. Alle tot. Und die Königin will immer noch, dass wir... Oh. Oh. Oh, geht's jetzt immer höher zum Schloss? Sieht fast so aus, ne? Dann ist das hier bestimmt erstmal so hier der Geheimweg. Hops. Oh ja, ein bisschen Energie brauchen wir auch. Erhol dich mal hier so in der stillen Ecke. Wir nehmen natürlich erstmal wieder den eher unsichtbaren Weg. Sch
Schade, dass ich die Plattform jetzt nicht sehen kann. Oh. War hier was? Was fliegt denn da an mir vorbei? Ach so. Jee, so Blutstropfen, die nach oben gehen oder so. Jee. Gittigittigitt. Aber wo ist sie denn hingegangen? Also ich meine... Oder... Also war das jetzt eine reale Erinnerung oder war das so eine Art Wahnvorstellung? So, weil... Das Haus hat gebrannt, die Familie ist da drinnen umgekommen. Und dann haben sie noch nach ihr gerufen, oder... Wie? Hm. Ist ja schlimm. Warum sollte sie weggehen, Alice? Damit sie sich selber überhaupt noch rettet? Oder damit sie es selber noch schafft? Ja, schön, dass du hier nicht springst wieder und... Oh Mann, das nervt mich langsam. Ja, sie schafft im Moment nur 2 Sprünge in der Luft. Fragt mich nicht, warum. 1, 2. Ja. Sonst wäre ich jetzt wieder gestorben. 1, 2. Und wie landet man da oben? Ja, da wäre bestimmt noch was gewesen. Oder nee, hier durch. Okay. Nehmen wir mal die linke Abzweigung. Vielleicht geht die nach oben. Oh. Okay. Ah. Einmal ist der Wüstling mir in die Damentoilette am Bahnhof Waterloo gefolgt. Ich musste den Aufseher rufen. Der Aufseher war das, der sie immer anguckte, die Schwester? Aufseher. Hatten wir einen Aufseher am Anfang auch schon gesehen im Spiel? Wie unheimlich. So, da komme ich her. Jetzt will ich aber nochmal die andere Abzweigung nehmen. Ich habe nämlich hier die Orientierung verloren gehabt. So. Da waren wir jetzt schon, ne? Ich verliere die Orientierung. Lauf, Alice. Mensch. Kommen wir jetzt doch woanders raus als gerade eben? Wir sind jetzt doch woanders als gerade eben, oder? Menü? Anscheinend schon. Ja, den Sprung, den schaffe ich doch wieder nicht. Was mache ich denn jetzt? Was? Hä? Komme ich denn auf die obere? Verstehe ich gerade nicht. Hä? Und hier ist ja auch was. Da ist ein Zahn. Wie komme ich da hin? Weil da einer runterkommen muss, oder? Ich verstehe das nicht. Ich hab's heute nicht mit dem Sprengen. Nicht heute, nicht jetzt.
Und nicht mit der Steuerung. Der geht so weit hoch. Und ich denke immer, der geht nicht so weit hoch. Aber ich habe den geschafft. Ist ja auch eine Möglichkeit. Das Ding ist, alles, was ich jetzt hier mache, mache ich, weil ich hier sterben kann oder weil ich, ich weiß nicht, muss auch noch mal, ich werde auch noch mal irgendwie zum Schlüsselloch zurückgehen. Das irritiert mich hier doch ein bisschen. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich. So, jetzt bin ich oben. Wunderbar. Ja, schön. Für eine Blume oder was? Nee. Weil ich hier weiter hüppen kann. Jups, jups, jups. Der geht jetzt langsam wieder runter. Der soll aber nicht runtergehen. Damit ich da vorne noch lang kann. Okay, alles klar. Oh Gott. Alles klar. Schaffen wir schon. Mhm. So, alles mir geholt, was man hier so holen soll. Oder so. Es sei denn, man soll da oben noch hin. Und da wollte ich ja auch noch hin. Wie komme ich da hin? Indem ich die Plattform runterlasse. Ich sehe das schon kommen. Scheiße. Scheiße. Das sind aber auch echt Sprungpassagen hier, Leute. Also, da muss man jedem verzeihen, wenn er da mal runterfällt. Das ist so eine Geschwindigkeitsgeschichte schon wieder. Oh, jetzt muss ich da wieder rüber. Das ist aber gemein jetzt. Jetzt geht der nämlich... Ja, okay. Das Schöne ist, dass ich mich gar nicht, bevor ich durchs Schlüsselloch gegangen bin, richtig umgeguckt habe. Ich weiß gar nicht, was es da noch gab. Hallo? Achso. Ja, super. Voll dran vorbei. Leck mich. Oh. Man kann ja auch nicht die ganze Zeit nur... Okay. So, ich mache das jetzt mal anders. Ich gehe jetzt noch mal ganz zurück, weil ich so ein komisches Gefühl habe wegen dem Schlüsselloch. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass wir hier jetzt direkt weiter sollen. Und das mit der Flasche mache ich gleich noch. Natürlich will ich die mir holen. Aber damit ich nicht die ganze Zeit so ein... Ach, ich muss noch mal zurückgefühl habe. Laufe ich jetzt zurück. Ja, das war klar. Gleich wieder zurück. So. War das der Ort? Nee, das ist ja wieder der. Das ist doch, gab doch einen anderen. Ich hab doch noch einen anderen. Hä? Ach, dann ist das schon hinter mir zugegangen und deswegen hat es mich so aus der Orientierung gebracht, oder was? Hä? Oder was? Ja, das ist... Die sind schon alle längst zu. Ich kann gar nicht mehr zurück. Ach so. Ja, und ich denke die ganze Zeit... Mh. Ja. Jetzt dann... Mh. Na dann... Dann ist klar. Nein.
Nein, nicht runterfahren. So komme ich wieder zurück. Ich sehe das schon. Das kriegt ja noch jeder hin. Okay, ist mir klar. Will ich aber nicht. Ja, wenn sie nicht so blöde im Moment springen würde, hätte ich es vielleicht noch geschafft. Ach, wenigstens lande ich jetzt dadurch, dass ich hier reingegangen bin. Hier, das ist gut. Das geht dann wesentlich schneller. Tut mir leid, dass der Part jetzt hier so ein bisschen, ne, aus sowas besteht. Ja, nee. Möchte die Flasche haben und ich weiß gerade nicht, wie ich da hinspringen soll. Es ist sehr schwierig. Weil hier schafft sie den Sprung immer, auch wenn die Dings schon immer ein bisschen runtergeht. Da klappt das irgendwie. So, und jetzt komm. Nee, sie ist schon zu tief, ne? Ja, sie ist... Wie das eben so ist. Na, kriegt ihr schon das Brechreiz beim Gucken? Ich jedenfalls langsam schon, nur dass ihr das wisst. Und danke, dass ihr noch dabei seid. Für jeden, der jetzt noch dabei ist und nicht weggeschaltet hat. Aber mein Gott, was kann ich dafür, wenn das hier so schwer gemacht ist? Komm jetzt her, du blödes Ding. Einfach blind? Blind? Ja, blind gesprungen. Yippie, endlich habe ich sie. Oh mein Gott, das war jetzt eine Aktion. Oh, nee, ne? Ah! Ich bin so froh, wenn ich das gerade hinter mir habe, ganz ehrlich. Ist die Flasche jetzt immer noch da? Wehe, die Flasche liegt da noch. Nee, die Flasche ist weg. Haha, haha, reingelegt. Die Flasche ist weg und ich kann hier einfach weiter und muss das nicht nochmal machen. Lalala. Finde ich gut. Och, nö, nicht schon wieder. Hoffentlich können wir wenigstens für die ganze Zähnemühe auch mal bald wieder ein Upgrade machen. Weil ich habe jetzt das gemacht wegen Zähnen, oder was? Ja, toll. Klar. Dafür riskiert man doch gerne sein Leben. Für ein paar Zähne. Was soll man da machen? Was soll man da machen? Und überhaupt, was gibt's hier zu tun? Ich war doch gerade schon da. Komme ich da nicht von hier ran? Aha, geht doch. Ich schaff das auch so. Da ist nämlich jetzt eine Plattform. Und was ist, wenn ich hier rauf gehe? Es erinnert mich vom Level-Design mäßig gerade auch ein bisschen an das Ende von American McGee's Alice, wo man dann zur roten Herzkönigin dann kam. Da sah das ja auch eigentlich alles so aus. So, vor allem mit den Fontänen jetzt hier so. Ich weiß, dass ich da am Ende noch immer so hoch musste. Wow.
Na komm, stirb. Okay, der war ziemlich groß im Hintergrund, der Scharfrichter. Wie unheimlich. Nein! Nein! Da wäre noch ein Loch gewesen, ne? Ja, kann das sein? Da war doch noch eine Seite. Da war eine Seite, wo man hinspringen kann. Aber wer schafft das bitte in dem Moment? Krass. Also ich meine, habt ihr das gesehen ganz am Anfang? Da war auch noch so ein lila Ding, aber wer macht sich denn klein in dem Moment? Kann man sich, wenn der Scharfrichter hinter einem her ist, oder kann das von euch nochmal jemand ausprobieren, weil ich kann es ja nicht mehr, mir sagen, ob man sich klein machen kann beim Scharfrichter und dann schafft man's? Das Spiegelbild gibt bisweilen mehr von der Realität preis als das Gespiegelte. Also das würde mich jedenfalls interessieren. Kann ich mich einfach klein machen und dann kriegt er mich nicht und dann kann man da durchaus nochmal in Ruhe irgendwie ins Schlüsselloch reinschlüpfen und ein paar schöne Geheimnisse bekommen. Schade, dass ich es nicht geschafft habe und so schnell geschaltet habe. Aber wir sehen uns im nächsten Part von Alice Madness Returns. Tut mir leid, dass der Part ein bisschen mehr Sprungpassagen hatte, aber mein Gott, ne? Dafür sind wir jetzt ein bisschen weitergekommen und ich habe die Flaschen und alles, was man eben so einsammeln sollte, bis auf das von gerade eben, wo ich glaube, da hätte man noch was kriegen können. Und dann kommt hier sicherlich als nächstes das nächste Schachrätsel. Bis dann!